Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Resident Evil. Und wir sind ja irgendwie hier in komischen Dingen im Lab. Oder wo steht das? Was ist das eigentlich? Irgendwo hier, irgendwo ganz komisch. Und mal gucken, wir können hier noch irgendwelche Sachen rausholen. Ich habe nämlich Münzen. Wo sind die Münzis? Müssen wir mal gucken, ich muss ein bisschen auf die Uhr achten. Die letzten Folgen waren so lang. Also nebern. So. 5. Nehme ich 3. Na, falls niemand nicht, jemand nicht wusste, wie das funktioniert, so funktioniert das. Jetzt haben wir Steroide. Knall sie da rein, mein Freund. Oh. Der sieht auf jeden Fall nicht mehr gesund aus. Was haben wir hier? Achso, das war das Foto. Dann wollen wir mal hier rangehen, wa? Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, oh. Wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Okay. Die wollen sie eliminieren. Und was habe ich? Oh, ich habe keine Waffen, ich habe nichts. Okay, dann muss ich erstmal hier... Das ist der Railroad. Gewebeproben von Evelyn. Eine kleine Flasche, die Gewebeproben von Evelyn enthält. Oh, geil. Ich weiß ja gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Verbesserte Pistolen. Eine Dropper. Starke Arznei. Ne, brauche ich auch nicht. Ich muss die... Achso, stimmt, die Sachen. So. Die Sachen waren alle unten. Schneller so. Da, 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 da. Da haben wir schon mal die Flinte. Die M19 Flintenmunition, Pistolenmunition und natürlich mein Messerchen. Wo waren denn... Maschinengewehr? Habe ich das Maschinengewehr jetzt hier? Kann ich die mitnehmen? Yes! Dann kann ich die Maschinenpistole mitnehmen. Was ist das? MPM. Eine kleine Pistole mit gewöhnlicher Feuerkraft ziehen. Die sie im Schiffswrack gefunden haben. Okay. Hier haben wir erste Hilfe. Die brauchen wir. Da ist meine Verteidigungsmünze. Und die brauchen wir auch. Gut. Alles klar. Speichern wir nochmal schnell. Damit wir gleich wissen. Also, damit wir gleich alles haben. Und gehen wir raus. Ich bin bewaffnet. Ich habe Knarren. Ich habe Munition. Kann man da links? Nee, wäre ja schön gewesen, mal was anderes. Oh, holy fuck. Meine Freunde. Ich knall den Kopf weg. Guck. Oh, ganz schön viele hier irgendwie. Wo kommt ihr denn her? Hey, Freund. Und noch einer. Ist ja richtig eine Versammlung hier. Irgendwie bewegt sich noch was. Achso, es ist seine Leiche. Hey. Bro, was geht? Schmeißen wir uns die Psychos rein. Wow. Da ist was. Die sind echt gut, die Dinge. Was haben wir denn da? Ein Pflänzchen. Gras. Na?
Ganze nach vorne rein. Wow. Da haben wir noch was. Was war das? Flüssige Chemikalie. Schon wieder so alles voll. Ja, Ethan. Du lässt dich auf Sachen... Oh, Ethan, warte. Oh, warte. Scheiße. Komische Geräusche. Dachte gerade, was war das? Hallo? Tja, ohne Kopf lebt ihr nicht lange, ne? Das ist zum Glück... Oh. Kann ich die Dinger aus... Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Würde zwar gerne mit den Teilen eigentlich eher zusammen arbeiten. Und dann könnte ich hier ein bisschen besser koordinieren. Also falls... Aber jetzt... Irgendwas Böses. Hä? Da. Falls was Dunkles, Großes, Böses, Schleimiges, Ekliges kommt, denn damit ich das Aua machen tun kann. Aber naja, gut, komme ich da jetzt rein? Irgendwo. Oh, schon wieder Böses. Nochmal von der anderen Seite. Boah, das sind echt komische Geräusche hier in der Höhle. Hallo? Lieber mal die Flinte ist... besser auf Nähe. Oh ja, spring da irgendwo runter, wo du nachher wieder nicht hochkommst. Ethan, tu das. Ethan. Alter, schreck mich nicht. Boah, Gott sei Dank, Mann. Eine Pumpgun. Ja, wir haben Spaß. Wir haben richtig Spaß gleich. Was war denn da? Ist irgendwas? Da ist was. Klar, ist da irgendwas. Oh. Sie haben nicht genug Platz. Nein. Ich brauche Platz. Chemikalie. Zack. Hab Platz. Gut, alles klar. Hä? Für eine Kugel. Oh. Oh ja, echt schöne Geräusche, sehr schöne Geräusche hier. Mhm. Hey. Die ganze Zeit wieder? Komische Geräusche. Komische Flackeren. Bisschen guck mal auf deine Uhr. Alles gut. Ach, ich hätte die wahrscheinlich auch hier niedermähen können mit dem Ding, oder? Schubs. Gehen wir erstmal noch dahin.
da was Schönes? Oh, Mensch, dass man nicht springen kann. Shooter und nicht springen. Was haben wir hier denn? Komische. Gehen wir erstmal unten links. Ist die eine Kugel weg? Momentan. Nee, natürlich nicht. Was ist denn das? Achso. Ah, alles klar. 44er. 44er. Die habe ich gar nicht mit. Brennstoff habe ich auch nicht mit. Junge, Junge, so viel Munition. Das schreit alles nach Ende. War ja klar. Ich finde, alle habe ich abgeschossen. Aber die eine, die macht Boom, die macht Aua. Das Wundermittel, was Ethan immer benutzt. Zum Nachwachsen seiner Teile. Aber was ist denn hier? Komm ich darüber? Darunter? Ich du? Was ist denn jetzt los hier? Achso, hier ist eine Tür. Ach, guck an. Kann man hier speichern auch? Da hätte ich gesagt, das ist hier gleich. Kurz vor Ende. Was haben wir denn da? Keiner wackelt hier, kein Wackelkandidat und so. Ah, gesendet. Freitag, 16. Januar 2015. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Oh. Sehr nett. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist die Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Achso, das ist der Computer hier von dem Jungen. Von dem Lukas. Am 4. November. Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Eve, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in die Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht machte die Evelyn ärgerlich, aber immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Oh. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Oh. Okay. Oh. Hülle. Aha, dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird nachfolgend als Schimmelpilz bezeichnet. Okay. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als Nebeneffekt davon gewinnt die infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von den Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirts mit denen der E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers.
Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Oh, Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen, ist extrem schwierig. Oh wow. Ja, Ethan, sieht scheiße aus mit dir, Alter. Okay. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. 12 Minuten nach Dosis klettern. Okay. Okay, komische Sachen hier im Karton. Da geht's auch noch irgendwo weiter, da ist auch noch was. Was haben wir hier? Oh, schon wieder Lesezeug. Oh nö, komm, ich drehe einmal hier, mach einmal zack. 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 Kann jemand speichern, wenn er es lesen möchte? Gucken. Da-da-da. Jetzt haben wir ein Toxin. Holy moly. Warum kann ich hier nicht speichern? Sieht doch alles danach aus, aber nicht gut hier, oder? Was ist denn da noch? Hm? Ja, jetzt gerade nicht gesehen, was das war. Egal. Ah, hier können wir speichern. Wisst ihr was? Dann machen wir da noch eine Folge draus, weil ich glaube, das wäre so gar nicht schlecht, weil ich muss ja auch alles in die Kiste packen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo es alles weitergeht. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.